Hi Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Serie hier auf Vipers Meerwasser. Und zwar, wie im Intro schon zu sehen war, geht es sich um Produktvorstellung. Ich habe dementsprechend dazu ja schon ein Vorabvideo gemacht und euch erklärt, warum, weshalb, wieso und wie das Ganze hier abläuft. Verlinke ich euch nochmal kurz hier oben, damit ihr euch das anschauen könnt. Gehen wir jetzt mal direkt in Medias Res. Und heute geht es sich um den MyFeeder der Firma Tetra. Und jeder von uns braucht mehr oder weniger einen Futterautomaten, um gewisse Fische im Becken tagsüber, wenn er nicht da ist, zu versorgen oder im Urlaub halt. Ich habe zum Beispiel hier meine Antias drin und meine Chromis, die mehrmals am Tag Futter benötigen. Und da ist natürlich der Einsatz eines Futterautomaten recht praktisch. Und wir haben jetzt hier mit dem MyFeeder der Firma Tetra einen Futterautomaten, der noch ein paar Extras hinzugebracht hat. Sie werben mit Food Protection. Das Futter wird hier bei diesem Gerät vor Lichteinfluss geschützt. Ist natürlich relativ gut, gerade weil wir hier im Meerwasserbereich mit relativ starken Lampen arbeiten. Also die meisten Geräte haben ja, ich sag jetzt mal, einen durchsichtigen Futterbehälter. Und man kann dementsprechend zwar direkt aufs Futter drauf gucken, aber das Licht kommt natürlich auch hin. Dann ist hier eine luftdichte Versiegelung der Kammer und im Umkehrschluss natürlich auch, da das Ganze direkt über dem Wasser hängt, ist das Ganze vor Feuchtigkeit geschützt. Werden wir uns dann gleich angucken. Man kann hier mit diesem Futterautomaten, ich sage mal, alle gängigen Futtersorten verfüttern. Also sprich die Flakes, Granulat, und habe ich so auch jetzt noch nicht gesehen. Crisps kenne ich noch nicht, werde ich euch gleich mal zeigen. Ich werde das mal auf dem Teller verteilen. Und diese Futterarten, ich sage es mal, entsprechen den gängigen Typen, die wir so oder so hier in unserem Bereich verwenden. Gehen wir aber jetzt erstmal dazu über. Ich packe das Ding mal aus, zeige euch die einzelnen Teile, die Funktion, wie es aufgebaut wird, was alles dabei ist. Und gehen wir mal kurz rüber zum Tisch und schauen da weiter. Bis gleich. So Leute, dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Also das ist die Verpackung. Hier stehen auch schon mal alle wichtigen Sachen drauf. Wie zum Beispiel einmal die Food Protection, die ich euch eben schon erklärt habe. Und die fünf Sprachen. Es ist gezeigt, wie man ihn installieren kann. Komm, gehen wir gleich genau drauf an, ein. Und ja, packen wir das Ding da einfach mal aus und schauen mal, was da drin ist. So, als erstes haben wir hier oben eine kleine Box. Da sind schon mal Batterien drin. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir das Gerät selber in einer versiegelten Plastiktüte. Ist im Prinzip schon, so wie es aussieht, komplett montiert. Plastiktüte mal auf Seite, weg damit. Und zu guter Letzt die Bedienungsanleitung. Ganz einfach zu sehen, wir haben hier, das Ganze ist mehrsprachig aufgebaut, natürlich auch weitaus mehr Sprachen, als hier jetzt auf der normalen Verpackung ist. Das sind so die Verkehrssprachen und hier ist der Rest drauf. Das Ganze ist schön bildlich dargestellt, wie was zu machen ist. Und ja, gehen wir einfach mal ans Gerät und schauen uns das etwas genauer an. Also alles in allem, es ist schön kompakt gebaut. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben hier oben das Display. Wir haben schöne gummierte Tasten. Da sind auch die entsprechenden Symbole drauf. Info, Set, da ist ein Fisch drauf abgebildet. Ich denke mal, das ist extra Fütterung oder so. Dann haben wir hier den Schieber, um die Futtermenge einzustellen. Hier unten der Aufsatz für die zum Aufklemmen aufs Aquarium. Das kann man übrigens, wie eben schon, glaube ich, angedeutet, mit verschiedenen Stärken. Das kann man nämlich umdrehen. Dann hat man jetzt hier eine Stärke bis 12 mm Glas. So, da ich aber ein weitaus stärkeres Glas an der Seite habe, drehe ich es wieder zurück, weil ich nämlich da, wo der Automat hinkommt, 15 mm hat. So haben wir jetzt hier eine Breite von bis zu 23 mm möglich. Das Ganze kann man auch noch verschieben, so wie man es gerade braucht. Ist schon mal sehr praktisch. Und man kann es natürlich auch abnehmen. Dann hat man die Füße hier unten.
die übrigens auch alle variabel einzustellen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Aquarium mit Abdeckung hat und das läuft so runter, dann kann man den Futterautomaten hier unten dann dementsprechend ausrichten und der steht dann immer noch gerade. Das ist schon mal sehr praktisch. Ja, dann können wir das Ganze hier auseinanderziehen. Geht relativ einfach. Hier drin sind die Verschlusslamellen und nochmal eine Folie, die zusätzlich sich wahrscheinlich dann über dieses Loch hier drüber legt, um die Abdichtung noch perfekter hinzukriegen. Und ja, die eigentliche Futterkammer. Fast ein Volumen von 100 Milliliter Futter. Das ist natürlich, wenn man Flockenfutter nimmt, sind 100 Milliliter, je nachdem wie sie gerade geschüttelt sind oder so, ein wenig mehr, als wenn man jetzt 100 Milliliter Crisps oder Granulat oder sowas reinpackt. Lass mal gucken. So geht's auf. Ah, sehr schön. Hier oben ist eine Nase dran, dass man das jetzt nicht falsch rum einsetzen kann. Das ist schon mal sehr praktisch. Das heißt also, andersrum funktioniert es nicht. Das wird dann so eingesetzt und verdreht fest. Ja, und wie schon gesagt, hier oben ist der Schieber, der dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dementsprechend die Futtermenge für jede Umdrehung dann reguliert. Legen wir das Ganze mal beiseite und gehen wir dazu über, die Batterien einzulegen. Haben wir hier an der Seite ein schönes Fach. Und ja, da steht im Endeffekt auch drauf, auf dem Schieber selber, wie und wo welche Batterien reinkommen. Einmal ist da oben abgebildet und wer genau hinguckt, da ist nochmal, ja, da oben ist ein Minus und da unten ist ein Plus. Also doppelt ausgeführt, dass wenn das hier mal verkratzt oder wie auch immer nicht mehr vernünftig zu lesen ist, kann man das anhand dieser Prägung noch reinpacken. So, dann schauen wir mal eben. Minus ist natürlich die Seite hinten, die flach ist. Plus ist die Seite, die mit dem Knopf oben drauf. Zusammenschieben geht auch sehr einfach. Und das Gerät fängt direkt an und möchte natürlich als erstes die Uhr gestellt haben. So, wir gehen auf 24 Stunden. Also das kann man hier drüber die Tasten auswählen. Und wir haben jetzt 18.45 Uhr. Da gehen wir mal. So, das ist die Uhrzeit. Und 45 ist jetzt doof. Geht es auch in die andere Richtung? Ah ja, guck mal. Geht. Sehr schön. Brauchen wir nicht so viel zu drücken. 45. So, somit ist die Uhr gestellt. Und ich finde, das ist relativ gut abzulesen hier. Gucken wir mal, was haben wir sonst. Wenn wir auf Info gehen. Oh, da wird die Batterieleistung angezeigt. Das ist schon mal sehr hübsch. Und hier zeigt er mir im Prinzip jetzt über die Info-Taste, was alles programmiert ist. Also es sind insgesamt drei Fütterungen möglich und pro Fütterung kann ich auch noch mal angeben, ob er sich nur einmal, zweimal oder dreimal drehen soll. So, jetzt gehen wir einfach mal hier nochmal in Set rein. So, Clock ist auf 0, da muss ich gleich nochmal kurz gucken, was das heißt. Erste Fütterung. Die schalten wir an. Also kann man dann hier über die Tasten links und rechts an- und ausschalten. Dann gehen wir auf die Uhrzeit von 18.50 Uhr. Ja, muss ich jetzt mehrfach drücken hier. So. Und jetzt fragt er mich die Anzahl der Umdrehungen. Ich lasse ein, zwei oder drei kann ich einstellen. Ich stelle sie mal auf zwei. Und somit habe ich die erste Fütterungszeit schon programmiert. So, dann kann ich hier über die Taste zurückgehen auf meine Uhrzeit. 18.45 Uhr. Ja. Dann gehen wir mal zum Befüllen des Behälters über. Jetzt werde ich hier erstmal wieder mit dem Zeug alles einsauen, weil das tue ich nämlich grundsätzlich, wenn ich solche Automaten befülle. So. Ich stelle mal alles mal dahin. So, in der Beschreibung habe ich gerade eben gesehen, sollte man den Automaten so befüllen, dass mindestens noch ein Zentimeter Luft ist.
und am besten auch hingehen und die Klappe hier unten komplett zumachen, damit nicht das Futter direkt rausgeht. So, das reicht mir erstmal. Seht ihr, und selbst ich kann es nicht falsch rum zusammenbauen, wegen der entsprechenden Nase. So, das sieht doch schon mal recht hübsch aus. Und draufgeschoben. Und jetzt kann ich mir hier die entsprechende Menge einstellen. Ich habe es jetzt mal auf 3 gestellt. So Leute, jetzt habe ich das Ganze mal hier so aufgebaut. Ich lasse die Schutzkappe mal außen vor. Und ich habe ja die Uhrzeit von 18.50 Uhr für die Fütterung programmiert. Das dauert jetzt noch 20, 30 Sekunden. Dann sollte der dementsprechend loslegen. Ihr seht, ich habe den jetzt hier auf einem flachen Untergrund stehen, auf den Füßen. Und ich habe eben die Flakes dementsprechend für die Flakes die Öffnung auf Stufe 3 gestellt. 2 Öffnungen. Und dann schauen wir uns das doch mal an, was der bei den Original Tetra Flakes hier rausschmeißt, wenn er dann gleich loslegt. Ja. Jetzt steht oben auf dem Display Feeding. Er fängt an. Das ist die erste Menge. Und er macht die zweite Runde direkt auf, weil wir ja 2 programmiert haben. Und geht wieder in die Grundstellung. Nehmen wir das Ganze mal zur Seite. Ist jetzt gerade nicht besonders viel. Aber dafür ist ja der entsprechende Schieber hier da, damit wir das programmieren können. So, jetzt machen wir das Ganze mal drauf. Jetzt sieht das, jetzt haben wir im Prinzip die Montage komplett. Und wie eben schon gesagt, wir haben hier eine Feed-Taste, wo wir auch manuell das Ganze auslösen können. Und das Gerät dann dementsprechend eine Sonderfütterung gemacht wird. So, das ist dementsprechend auch nicht viel. Wir müssen definitiv die Öffnung etwas vergrößern. Machen wir mal eine Stufe größer. Und starten wir das Ganze nochmal. So, da ist die Futtermenge schon erheblich mehr. Und ihr seht, ihr solltet das definitiv im Vorfeld ausprobieren, damit euch die entsprechende Futtermenge, die ihr füttern wollt, dann auch der Futterautomat dementsprechend so eingestellt werden kann. Ihr seht, ihr habt jetzt die Menge hier. Wenn wir das normal verteilt und noch eine zweite Umdrehung macht, dann habt ihr die doppelte Menge. Und so sollte man das dementsprechend auch im Vorfeld testen. So, hier habe ich euch nochmal die verschiedenen Futtersorten mal so ein kleines bisschen, sag mal, aufgereiht, die man machen kann. Also man sieht schon, es sind entsprechende Unterschiede und ihr solltet definitiv auch immer, bevor ihr eine andere Futterart mit diesem Gerät verwendet, hingehen und Probedrehungen machen, damit ihr die entsprechenden Futtermengen ausloten könnt. Ja, ich würde mal sagen, das ist erstmal genug zum Unboxing. Gehen wir mal direkt ans Aquarium und dann zeige ich euch, wie ich den montiere oder wie man ihn noch weiter montieren kann. So, da sind wir im Aquarium und ich zeige euch mal die beiden Möglichkeiten, wie man das Gerät aufstellen kann. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Plexiglasplatte, um ein geschlossenes Aquarium, ich sage jetzt mal, zu demonstrieren. Ich kann hier einfach hingehen und den Feeder draufstellen, wenn ich die entsprechende Öffnung habe. Was man hier an der Seite, das ist etwas sicherer, weil es nicht gesichert ist, und könnte ihn einfach so stehen lassen. Wenn ich jetzt Unebenheiten habe, kann ich die dementsprechend auch noch mit den Füßen ausgleichen. Und ich bevorzuge hier aber die Befestigung mit dem Klemmmechanismus. Da muss ich mal eben gucken, wie rum, so um nach außen. Und nein, das war falsch rum. Von der Schraube hinten draufschieben. Genau. Ich habe es jetzt schon dementsprechend eingestellt, so groß wie ich es brauche. Schiebe es dann jetzt hier einfach drauf und habe halt die Möglichkeit, das so zu verstellen, wie ich das gerne hätte. Das heißt, ich kann es dann dementsprechend an die Wand setzen, nimmt mir relativ wenig Platz weg und kann auch hier dann jetzt von vorne schauen,
wie viel Futter noch dementsprechend im Reservoir ist. Bei der Fütterung sieht es auch ohne Probleme aus. Die lösen wir jetzt einfach mal aus. Und praktisch an den Flakes ist, wenn die nicht allzu groß sind, dass die Fische einmal natürlich drauf losgehen, das was runtergetragen wird. Aber was ich jetzt auch festgestellt habe, muss ich euch hier oben mal zeigen. Das Futter treibt jetzt hier oben drauf rum und ist aufgrund der Größe, die es hat, also diese Flakes, geht es nicht in den Schacht rein. Das heißt, es bleibt noch oben und wird hier und da von der Strömung nach unten getrieben und kann dann dementsprechend so nach und nach von den Fischen aufgenommen werden. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Habe ich an den Flakes bisher so noch nicht, ich sage es mal, gesehen. Eine Sache, die mir sehr gut gefällt, weil ich habe die Flakes bisher auch noch nicht eingesetzt, genau aus dem Grund, weil die sich halt in diesen Behältern hier, weil die Behälter nie richtig dicht waren. So, und das können wir jetzt dementsprechend testen, habe ich ja gesagt. Das Gerät bleibt jetzt erstmal hier drauf und wir testen das über eine längere Zeit. Dann kann ich euch auch dementsprechend berichten, ob die da drin schön trocken bleiben und sich weiterhin gut verfüttern lassen. Und ja, also alles in allem würde ich mal sagen, sieht recht gut aus, gefällt mir. Ist natürlich ein, in Anführungszeichen, ein Klotz. Kann man ja dementsprechend an den entsprechenden Stellen positionieren. Muss das ja nicht direkt ins Sichtfeld machen. Ich nehme euch nochmal ganz kurz ran. Und dann gucken wir nochmal von vorne in das Gerät rein hier. Da ist jetzt was umgefallen, egal. Ich glaube, man kann es leider nicht sehen. Aber, also ich sehe den Futterstand hier drin relativ gut. Es kommt leider auf dem Video jetzt im Moment nicht so gut rüber. Und ja, wie gesagt, bei den Flakes ist es so, die schwimmen halt wirklich richtig schön oben drauf und werden so nach und nach eingetragen. Das ist jetzt ein Versuch gewesen. Die entsprechende Futtermenge hier für meinen Becken muss ich noch dementsprechend ermitteln. Und ich würde sagen, wir machen einen Schnitt und ein kleines Resümee. Ja, Leute, also alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von dem Gerät eigentlich schon positiv überrascht. Und ja, es sind halt einige Dinge, wie zum Beispiel diese Futter Protection, also Food Protection, die dieses Gerät hat. Wie sich im Endeffekt jetzt mit dem Verschlusssystem hier drin gibt, womit geworben wird, also dass es luftdicht und wasserdicht abgeschlossen wird, werden wir im laufenden Test sehen, werde ich euch darüber berichten. Ja, dann die drei möglichen Futterzeiträume, die man einstellen kann und halt die bei den Futterzeiträumen die entsprechenden Futtermengen, also ob das Ding einmal die Runde drehen soll oder zwei oder dreimal. Also man kann dann dementsprechend morgens eine Kleinigkeit geben, mittags dann ein bisschen mehr. Je nachdem, wie entsprechend das Aquarium bestückt ist mit Fisch, was für Fütterungssachen du brauchst. Im Endeffekt dann ein gut ablesbares Display, muss ich auch. Das ist auch immer so hier und da immer ein Manko. Man kann halt auch die Kleinigkeiten, die haben mich zum Beispiel überzeugt, wie weit ist meine Batterie? Also sprich, da steht dann die Kapazität meiner Batterie noch. Und was ich im Endeffekt alles nach und nach programmiert habe, kann ich abrufen. Die Tasten sind gut bedienbar. Das ist soweit okay. Da ist auch nichts im Endeffekt, dass man jetzt was fehldrücken könnte. Dann die entsprechenden Futtermengen. Ich habe jetzt gerade mal eine ausgelöst. Ist jetzt gerade nicht so viel, weil ich ihn eben zurückgestellt habe. Ihr seht, es ist immer noch ein bisschen was im Wasser drin. Und wird so nach und nach durch meine Oberflächenströmung reingetragen. Also mit den Flakes, da muss ich echt mal gucken. Das ist eine Sache, die gefällt mir sehr, sehr gut. Weiter zum Thema. Dann die Möglichkeit, entweder einfach nur oben aufs Aquarium draufstellen. Die Höhenverstellbarkeit der Füße finde ich gut, dass man das auch an entsprechende Becken anpassen kann, weil einige Becken sind ja im Deckel geschwungen oder man hat halt keinen geraden Untergrund und kann das dann ganz schön gerade postieren. Klemmhalterung, dass die für verschiedene Glasstärken gemacht ist, fand ich auch sehr gut, dass man das sich einstellen kann bzw. umbauen kann, so wie man das braucht. Also sprich einmal bis 12 mm und einmal bis 23 mm.
dass das Ganze verschiebbar ist hier unten drunter. Also man kann es vernünftig frei positionieren und nicht so starr wie bei anderen Systemen. Finde ich auch sehr schön. Und was ich im laufenden Test jetzt auf jeden Fall auch testen werde, sind die verschiedenen Futterarten. Also sprich Granulat und die Crisps. Und dann werde ich dementsprechend im Abschlussbericht darüber auch nochmal eingehen. Ja, ich hoffe, ihr oder euch hat es gefallen oder dementsprechend die Vorstellung hat euch so gefallen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Weitere Infos zu dem Gerät, falls ich was vergessen haben sollte, findet ihr unten in der Infobox. Da befindet sich auch der Link zur Firma Tetra und direkt zum Gerät selber. Alles in allem, wie gesagt, finde ich ein gutes Gerät, macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns zum Review von diesem Gerät. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Macht die Glocke an, lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Euer Walter.